So, jetzt gehen wir den Weg zurück, wo wir gekommen sind. Aber zuerst, der war eine Bahn. Leider haben wir es nicht geschafft. Vor dem Zoll. Schranken schließen. Das ist ein, also, der fährt. Zwei 1440er als S1 nach Breisach. Yep, das ist die Höllentalbahn. Bis war da ein Teil der S1-Strecken. Jetzt müssen wir nur noch durch das Wohngebiet zur Hofackerstraße und dann können wir ja schauen, wie es mit uns weiter heimgeht. Hauptsache, wir finden einen Bus oder einen Zug, der Richtung eine Straßenbahn, die uns Richtung Hauptbahnhof fährt. Hier ist zwar eine Bahnstrecke, aber der nächste Bahnhof könnte meilenweit entfernt sein. Man weiß ja nicht, welchen Teil der Bahnstrecke es ist. Das könnte vielleicht sein. Wir könnten vielleicht in Freiburg-Landwasser sein. Und das ist gar nicht die Höllentalbahn, sondern ein Teil einer anderen Bahnstrecke, von dessen Namen ich nicht weiß. Deswegen kann ich mal. Aber ich denke, Navigation bis. Aber ich denke, wir können gut vorankommen. Solange wir auf dem Wolfsack. Das weiß ich ja nicht. Ach übrigens, das ist die Freiburg-Stadion. Befindet sich in der Alfred-Stocker-Straße. Ich wiederhole es nochmal. Alfred-Stocker-Straße. Das ist die ungefähre Adresse des neuen SC-Stadions. Das soll ich ziehen mit dem Fuß. Ich kann jetzt mal, sonst sollten wir früher nach Hause kommen. Es ist nur besser, dann können wir noch ein bisschen was vorbereiten. Vielleicht noch was gehören. Aber spätestens um 22.43 Uhr sollten wir in Freiburg wegfahren. Ansonsten wird es zu spät. Anfangs haben wir keine Chance mehr heimzukommen. Und morgen müssen wir wieder um 6.30 Uhr anfangen mit Schabe. Dann arbeiten wir die ganze Woche. Und dann am 18. und 19. hat die Familie, glaube ich, einen Ausflug geplant. Und dann schauen wir weiter. Also auf jeden Fall fahren wir am 24. bis zum 26. September nach Italien. Das heißt, Schwaben in Baden geht jetzt aber zu Ende. Das sind die letzten Videos. Die Videos, wo ich jetzt am heutigen Tag mache. Sind die letzten der Schwaben in Baden. Das Einzige, was es noch geben könnte, morgen gibt es noch das Endfazit. Das ist der Zwischenfazit, habe ich leider verwendet. Sorry drum. Dafür geht am Montagabend nach der Arbeit ein extra langes Endfazit-Video. Indem wir nochmal alles, was ich erlebt habe, zusammenfassen. Auch das, was ich noch nie online gestellt habe. Das ja. Also es gibt, Ansagetechnisch haben wir noch einen, dann alles. Das heißt, wir brauchen noch ein wenig, bis wir die entsprechenden Videos bearbeiten können. Also die ECE ist draußen, die S9 ist draußen, die S3 kann man noch rauswerfen, den RB. Und nach Freiburg und Basel können wir eigentlich rauswerfen.
Die von RE Offenburg fällt auch. Die Schwarzfahrbahn können wir rauswerfen. Also mit Rosten dürfen wir nicht produzieren. Jetzt haben wir eine Hauptstrecke und dann das heißt jetzt kann es nicht mehr weit sein bis zur Heimat. Also, bis dann.